Runde Nummer 20 und ich gehe mit dem Titel nach Brasilien. Letztes Wochenende in den USA alles klar gemacht, kann jetzt quasi in aller Gelegenheit die Saison zu Ende gehen lassen. Aber natürlich möchte ich noch so viele Punkte wie möglich jetzt hier einsacken. Mir den Sieg in Brasilien holen. Brasilien nicht unbedingt eine Strecke, die mir jetzt super gut gefällt. Und wird mit Sicherheit auch heute wieder interessant werden. Die Streckenbedingungen sind trocken. Auch Fabian will natürlich noch ein paar Siege mitnehmen. Bleibt abzuwarten, wer jetzt besser vorbereitet ist, wem die Strecke besser liegt. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall ein super spannendes und knackiges Rennen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim großen Preis von Brasilien. Oh, ja. Also wahrscheinlich eine Einstopp dann, oder? Ja, Einstopp mit Soft Hard. Ach du Scheiße. Das ist ein Witz, oder? Harte Reifen. Okay, trocken. Beides trocken, Gott sei Dank. Aber vielleicht im Rennen, so, so, so ein bisschen aussieht, Nieselscheiße. Ja, das wäre wieder ärgerlich. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich mit Medium starten soll, aber ich glaube, es wird dann nichts. Okay. Vor allem Sektor 2 ist, glaube ich, wirklich schlimm mit den Kurven. Ich weiß nicht, ob das jetzt genügend Vorsprung ist. Fantastisch. Aha, ja, auch schon wieder ein. Ich denke, ich war langsam. An der letzten Kurve hier kann man aber auch richtig viel verlieren. Oh ja, schon gerade höher. Reicht nicht. Ja, abwarten. Es wird knapp, aber es reicht nicht. Abwarten. Alter Schwede, ist das knapp. 0,044. Mein Reifen sind zu kalt. Ja, das hatte ich gerade in der ersten Kurve vor. Und jetzt hole ich es wieder auf. Er schwimmt hier maximal. Eben der tiefe Anbremsen gemerkt, dass meine Reifen nicht warm genug waren. Ach, da kann ich ja gleich wieder anboxen. Was ist denn das hier? Komm schon, letzte Kurve muss perfekt sein, dann wird es noch schneller. Nein! Geh grün! Ja, werd grün! Ah, erste Sektor hätte ich nicht versauen dürfen. Nein, es wird rot. Gleich an die Box. Oh, zweiter Sektor lila gewesen. War extrem schnell. War 2 Zehntel schneller, dafür war der erste 2 Zehntel langsamer. Schade. Jetzt müsst ihr alle warten, bis ich hier an der Box bin. Alter, das wird richtig eng. Das wird richtig eng. Alter, nein, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Oh my god! Look the lap! I've lost control, I think, 3 times in the lap. Yes! Well done, guys. Wie gesagt, ich bin Reifenschoner. Ja, trotzdem. Reifenschoner. Ja, bin ich auch, haben wir ja gesehen. 3%. Und die letzte Runde wird ja simuliert. Also hast du 4 oder 5%. Finde ich gut. Gut. Hier am Start dran. Alles hochschalten. Oh, Müllstadt. Ah, ich komm noch mal. Uiuiui. Ah! Was hast du denn gemacht? Ich bin schon richtig auf dem Kurs. Du hast mich weggeküsst in der letzten Kurve. Dadurch hat es mich leicht angedreht und ich musste mega ackern. Okay, sorry. Alles gut. Ich bin eigentlich schon extra ganz links über den Curb schon gefahren, dass ich dir ja nicht drauf fahre. Okay,
Es gibt jetzt zwei Strategien, die ich verfolgen kann. Entweder Vollgas oder Reifen schonen. Ich habe irgendwie viel das Gefühl, dass wenn ich Reifen schone, es wird trotzdem nicht schonen. Und wenn ich hier Vollgas gebe, kommst du trotzdem dran. Also keine Ahnung. Das sind ja beide Strategien scheiße. Ja, ich hab das Problem. Oh ne, was mache ich denn? Nicht übers Gras fahren, ekelhaft. Warum machst du das Ding so kaputt? Dass du nicht weißt, wo du bremsen musst. Ich fahre noch mit Ideallinie. Ja, ich auch. Von daher sind mir die Schilder noch ziemlich egal. Yes! Überall. Okay. Ey, du kommst doch hier schon wieder dran, nee, oder? Aha, gleicher Abstand, da sehen wir es wieder, wie er bläst. Jetzt kommst du aber näher. Hm, aber immer noch gleich, habe ich das Gefühl, der Abstand. Nee, du hast sogar aufgebaut. Schauen, ob du die nochmal durchstehst. Oh, jetzt hast du aber aufgeholt. Da sieht man, das ist die ganze Zeit 1,9. Du gehst mir übelst auf den Sack mit deinem Gelaber gerade. Könnte die schnellste Runde nochmal mit den Reifen probieren, wenn du willst. Sehr gern. Begeistere mich. Du denkst dir gerade, bitte fahr an die Wand. Ja, ich denke mir gerade, ich kann auch noch so viel dünnsches labern eigentlich. Denkst du, dass ich nicht schaffe, die schnellste Runde? Weiß ich nicht, ich guck grad nicht, wie viel Unterschied ist. Nö, ich schaff's nicht. Ich schaff's jetzt tatsächlich die schnellste Runde, oder wie? Keine Ahnung, ich wird knapp. Yes! Pit window open, let's box this lap. VSC deployed, the virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Science ist anscheinend raus. Okay, we can take you this lap. Ist mir egal, ich war auch rein. Alter! Das will ich nicht. Ach, das war doch gar nicht die Boxenlinie! Ja, ich bin auch sehr, sehr früh. Nee, da steht ein Mercedes direkt auf Startziel. Okay. Du fährst nicht wirklich mit mir rein. Muss ich das verstehen? Ja, das dauert doch, oder? Ja, aber unter VSC verlierst du nicht so viel Zeit. Ich würde nur sagen, dass es schon wieder Ende ist. 3 Sekunden waren es ungefähr für unser Abstand, oder? Ah, er fährt hier auf Mediums! So einer bist du also. Ja, ist klar. Komm, fahr weg, ich weiß nicht, wo ich bremsen muss. Echt unglaublich. Und ich drehe mich. Und Frontflügel geschlagen. Was hast du denn hier? Wie hast du denn das jetzt geschafft? Einfach Fehler gemacht. I am stupid. I am stupid. Ich hab nicht geleckt, oder wie? Nö, nö. War mein Fehler. Keine Ahnung, was mich da gerade geritten hat. Muss ich an die Box oder drin. Kannst du weiter? Ich fahre direkt genug Abstand auch nach hinten. Okay, interessant. Aber ich könnte jetzt so asozial sein und an die Box fahren. Aber mache ich nicht. Schau jetzt erstmal, ob du wirklich reinfährst und dann fahr ich in der nächsten Runde rein. Nicht, dass du hier bläffst und dann gewinnst. Habe ich nicht nötig, so. Was bist du die ganze Zeit? Nee, aber ich meine, wenn ich jetzt an die Box gefahren wäre, hättest du das Risiko eingenommen, glaube ich, dass du nicht gefahren wärst, oder? Ich muss an die Box fahren, mein Frontflügel ist kaputt. Achso, ist er ganz ab. Der ist auf der einen Seite komplett rot. Ach so, okay. Weil ich hätte gedacht, wenn er nur so leicht gelb wäre. Und mir vielleicht die schnellste hier holen.
Das ist auf jeden Fall was Gutes. Go, go, go. Will ich jetzt aufpassen, dass du kannst noch mal rankommen. Ah, nee, du okay, bist stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Puh. Hast du jetzt eigentlich gebrauchte drauf, oder? Wie sieht's aus? To use some of this charge. Nee, die haben mir noch ein paar frische vom Baum gepflückt. Achso. Woher soll ich jetzt frische Reifen nehmen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das dürfte nochmal der schnellste werden. Komm schon, gib Gas, Auto. Oh, yes. Was hattest du nochmal für eine Runde? Nur 1,5, ich hab nicht mehr ansatzweise aufgedreht. Okay. Dann wird da vermutlich noch was kommen, denke ich mal, oder? Ah ja, da ist es ja. Ich habe jetzt nichts mehr hier, kein RS mehr. Eieiei, da kann ich nicht mal kontern. So, Benzinmanagement ist glaube ich das erste Rennen, wo ich richtig gut gemacht habe. Bin immer noch plus 1,38. Halte ich jetzt nicht für gutes Benzinmanagement. Ja gut, ich fahre ja jetzt noch die schnellste Runde, da hau ich nochmal alles raus hier. Ich sehe doch, du konntest in der letzten Runde ja, wieder. Ja, hab ich keinen Bock mehr drauf. Allgemein geht mir das Gelaber heute richtig auf den Sack, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hey Jeff, sei doch einmal leise. This is your final lap of the race. Eieiei, nur grün. Das gefällt mir nicht. Gesehen, Gianluca wurde von Sainz scheinbar abgeschossen. Okay. Wie hast du das auf einmal gesehen? Hatte dir das ich geschrieben? Ich hab in den Chat geguckt. Achso. Ah, das wird keine schnellste mehr, so wie es aussieht. Erster nur grün und zweiter rot. Aber wer weiß. Komm schon! Drück das Pedal durch! Naja, hat nicht mehr gereicht. Schade. Nochmal eine persönliche. Danke. Es war zwar nochmal eine persönliche, aber naja. Was haben deine... Achso, die jetzt sind ja jetzt andere Reifen. Die interessieren mich ja gar nicht. Ja, das mit der schnellsten Runde. Naja. Glückwunsch auch von Gianluca. Danke. Nee, kann sich nicht anschauen. Gianluca gibt keine Wiederholungen im Online-Multiplayer. Außer er... Ne, er hat sie nicht aufgenommen wahrscheinlich, oder? Geh ich mal von aus. Aber er hat ja hier das eine Ding da, wie heißt das? Das Übertragungsding, oder? Irgendwie sowas, wo 60 Minuten automatisch aufnimmt. Das kann man, glaube ich, abspeichern irgendwie. Die letzten 60 Minuten. Das dürfte gehen.